Moinsen Mädels, der Mike begrüßt euch wieder zu einer neuen Folge von Hardwork 18 Wheels of Steel. Bälle aus Stahl, yeah! So, das war die Einleitung. Ja, ich bin jetzt gerade wieder so im Floh drin, wie man so schön neudeutsch sagt. Im Fluss. Also nicht im Tier, dem Floh, sondern wirklich Flow. Das englische Wort. So, da ist unser UFO wieder. Ganz weit in der Ferne. Siehst du, ich habe noch vergessen, Alice das Video zu schicken. Weil er hat ja die Töne in der Sky-Übertragung nicht gehört. Und die Autos, die hören sich so an wie ein UFO aus den 60ern. So. So, ich würde sagen, wir starten, hör mal, weil wegen die Zeit läuft uns davon, sehe ich gerade. Computers nach LV. Das dürfte ja schnell funktionieren, schnell gehen. So, die erste Fracht mit dem neuen LKW. So, bin mal gespannt, wie der hier mit der Fracht umgeht. So, LV Las Vegas. Wir haben auch die Permission immer noch, dass wir... Ja, halt mal die Klappe. Siehst du, ich habe vergessen, wieder mein Buch daneben zu legen. Das kommt aber daher, weil ich wieder mir die Nase putze gerade. Nein, weil ich gerade spontan aufgenommen habe. Schon 42, wow. Muss ich überlegen, wo müssen wir langfahren? Genau, Herr Fokus. Ich fahre jetzt mal hier lang, auch wenn das ein Fehler sein sollte. Weil wie komme ich jetzt von Los Angeles nach Las Vegas? Wahrscheinlich gerade fahre ich falsch. Meine Herren. Mein Sprachzentrum will gerade nicht so richtig Deutsch. Auf der linken Seite Häuserchens. War schon 64, 65. Warum macht er da keinen Platz da vorne? Ah, ich muss Platz machen. Hui. War schon 67, meine Herren. 80. 81. 83. Mal gucken, wie schnell können wir fahren. Ude Lelli, 90. Aber ich muss mal eben bremsen, weil wir haben hier keine Ausweichmöglichkeit. Aber Ausweichmöglichkeit haben wir auch keine. Ja, LV ist nicht ausgeschildert. Das wird knapp, Leute. Das könnte die erste Tour sein, die wir gerade... Na gut, hier nicht die erste. Wir hatten ja schon mal eine versemmelt. Drei Stunden. Los Angeles. Nee, das sind wir immer noch. Wo ist Las Vegas eigentlich hin? Hui! Las Vegas, da ist er. Okay. Ich fahre hier gerade Slalom, ne? Ach, scheiß auf City Limit. Wir sind bei 70, 80. Ich gehe erst in die Bremse, wenn es bip, 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 bip macht. Wow. Also, ich möchte nicht wissen, wie der letzte Truck ab... Ja, leg dich hin, Hammer. Ich möchte nicht wissen, wie der letzte Truck abgeht. Ja, wir müssen geradeaus weiterfahren. Oh, wow, das Eigenheim haben wir hier. Auf drei Achsen.
Mit eingebautem Gaming-Keller, einfach nur geil. Oh. Fängt das Piepsen gerade an, da macht's auch Regen. Das war doch der Regenmelder, weißt du? Oh, bei ihm kommen die Scheibenwischer von oben runter, okay. Na? Macht's Blitz und Donner? Na, wir sind noch richtig. Na, jetzt müssen wir wirklich Vollgas fahren, du. Oder auch nicht. So, warte mal, da muss ich in die Bremsen gehen, weil wegen... Weiß jetzt nicht, ob die auch... Ob... Halt doch mal die Goschen. So. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob wir Aquaplaning haben in dem Spiel. Exit tanken müssen wir nicht, ne? Aber wir müssen gucken, dass wir langsam fahren, hätte ich fast gesagt. So, eben abschalten. Ich gehe mal auf 55 runter, weil wegen, ich habe keine Ahnung, wie viel wir hier fahren müssen. Wo sind wir eigentlich? Okay, das könnten wir mit knapper Not schaffen. Also das Bremsen und das Ankommen, meine ich. Hat der mich jetzt erschreckt gehabt mit seinem Bleed-Over, hör mal. Wenn die Polizei gleich vorbei ist, gebe ich Vollgas. Na dann, auf die Plätze, fertig, Horst, hör mal. So, und jetzt Need for Speed hier im Eigenheim. So, mal gucken, was die Mühle hergibt. So, wir fahren jetzt die schnellste Schrottmühle in der ganzen Galaxis. Wir müssen aufpassen, dass der Anhänger nicht aus der Kurve fleucht. Hui! 85, komm, er bietet mehr. Es darf nur an der Seite keine Leitplanke sein. Da habe ich momentan schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich sag nur die Folge einmal mit Profis. Hui, 96, meine Herren. Dass der Allinger hier wirklich nicht abhebt, wundert mich. Gucken wir das Ganze mal aus der Außenperspektive an. Ne, da wird mir jetzt zu eikel, hör mal hier. Sprach's und walzte sich durch. Naja, da kommen sie wieder, meine Piepgeräusche. 58 Sekunden, okay. Wo sind wir? Ah, verdammt, das... Da kommen wir zu spät. Hauptsache die Fracht, die kommt dann...
unbeschadet an. Na, 35, 55, was darfst du hier fahren? Ja, das ist bestimmt nur eine Scale, ne? Truck Scale, okay. Na, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht hier breaken. Kommen Sachen mit closed. Na, was steht da? All Truck muss exit. Okay, also wir schaffen es nicht rechtzeitig. Schade, wir sind fast da, hör mal. So, bin mal gespannt, ob wir jetzt Übergewicht haben, weil das hatten wir ja in einer der letzten Folgen mit LST gehabt. Dass wir dann Strafe zahlen mussten, weil wir überladen waren. Aber das gibt's ja hier auch. In Deutschland. Also mehr als 40 Tonnen darfst du nicht haben, sonst gibt es da ein kleines Bußgeld für. Yo Money, 40.000 Zertifikate haben wir schon. Okay. Waycheck passt. 5 Sekunden sind wir drüber. Das ist, ich sag mal, Stunde. Was ist denn das, wenn ich jetzt nach Los Angeles fahre? So, komm. Las Vegas. Ich muss mal ein bisschen mehr Gas geben, weil wegen... Ich habe da so etwas im Nacken, was sich Zeitdruck nennt. Und ich lache mich tot, das nächste Schild ist die Ausfahrt. Naja, okay, das nächste Schild ist ja Truck Scale. Wie, du ziehst rüber mit deinem Roten. Na gut, ich meine mal jetzt den Hintermann, nicht den Vordermann. Na, wie schmeckt der Döner? Herr Rescue-Mensch. Alter, das kannst du doch nicht machen! Ja, wir müssen hier runter, hier ist Capone, okay. Schi. Fuck. Ja. Wenn wir in Las Vegas, Quatsch, in Los Angeles nicht hier rumgeeiert wären. Boah, habe ich Glück gehabt. Ich dachte, der Bulle, der wird mir jetzt in die Seite fahren. Eine Stunde habe ich gesagt. Okay, legen wir noch ein bisschen drauf. Das gibt Abzug in der B-Note. Der Schlipper ist gleich nicht very happy. Was immer du sagst, Kollege. Nee, Scott One müssen wir nicht. Wir müssen hier rum. So. Oh. Jetzt fahren wir bei Rot über die Ampel. Das merkt keiner. Also hier nicht. Jungs, heiß und fettig. Ja, mein Hintern glüht schon. Er gesagt, mein Dingsbums. Wie heißt da hier der Auflieger? Der ist ja schon ganz rot, hör mal. Hey Capone, wo sind Sie? Ich vermute mal geradeaus. Einlieferung für Herrn Capone? Ich sehe den blauen Pfeil schon. Hui! Das war jetzt aber... Oh, 2 Stunden hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Jetzt müssen wir das Einpacken draufziehen. Ha.
Okay, das dauert jetzt. Aber Jungs, ich bin schon mal da, also. Ja, die Load hab ich jetzt. Und, ja. And my hard drive is full. Den musste ich bringen. Ist ein Insider zwischen LSD und mir. Aber wie gesagt, die Load of Go-Go Girls, die hab ich jetzt bei mir im Truck hinten drin. Den Funkspruch kann ich jetzt nämlich sagen. Also merken, auch wenn der Truck schnell ist, knickt das. Aber was passiert, wenn ich jetzt D drücke? Müsste klappen, oder? Huhuhu, Tauschen Pitty Penalty. Okay. Ja, Company Waiting not increased, weil wegen des Schlipper ist nicht very happy. Damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Arrivederci!